Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Nathalie. Wer neu auf dem Kanal ist, herzlich willkommen. Für diejenigen, die schon ein paar Mal hier waren, herzlich willkommen zurück. Guten Morgen. Es ist wahrscheinlich ein Sonntag oder vielleicht auch ein Mittwoch, an dem ihr das seht. Ich habe mir für heute überlegt, ich zeige euch eine Pflanze, die meiner Meinung nach so ein bisschen unterbewertet ist. Die gibt es fast überall zu kaufen, aber ich kenne nicht viele Leute, die sich diese Pflanze jemals gekauft haben. Also bei meinen Freunden oder so zu Hause sehe ich die zum Beispiel gar nicht. Ich habe zwei davon. Es handelt sich um die Peperomia obtusifolia. So sieht sie aus. Und ich finde, sie ist richtig, richtig schön. Sie ist sehr pflegeleicht. Und was ein Vorteil für euch sein könnte, ist, dass sie nicht ganz so schnell wächst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine kleinere Wohnung habt oder einfach nicht so viel Platz, dann ist das eigentlich eine ganz gute Alternative für euch. Einfach weil, ja. Sie ist nicht wie eine Monstera oder diese großen Philodendren, die dann so riesig werden und wo man sich dann irgendwann wirklich überlegen muss, wo stelle ich die hin, sondern sie bleibt klein und kompakt. Sie wird ein bisschen höher. Was ich ganz schön finde, ist, dass sie sehr architektonisch, wie soll ich sagen, sie wächst ordentlich. Ich finde das total schön. Und zwar, wenn ihr mal hinguckt, ihr seht immer ein Blatt links, ein Blatt rechts, ein Blatt links, ein Blatt rechts. Also sie dreht es auch manchmal so ein bisschen, aber es sieht halt total ordentlich aus. Die hier ist jetzt noch nicht ganz so arg alt und die können schon ein ganzes Stück größer werden, aber das war's dann. Also je nachdem, wie viel Licht ihr ihr gebt. Diese hat nicht ganz so viel Licht. Sie sollte ein bisschen mehr bekommen und ich habe mir auch vorgenommen, ihr ein bisschen mehr zu geben in der Zukunft, weil die Blätter dann doch ein bisschen kleiner werden, wenn sie nicht so viel Licht bekommt, wie sie eigentlich haben möchte. Ihr habt schon gesehen, dass die Blätter so ein bisschen ledrig sind. Also sie sind sehr dick, fleischig und ein bisschen, ja, ledrig. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Das müsst ihr euch überlegen, ob das der Look ist, der euch gefällt. Ich denke aber mal, Leute, die zum Beispiel Gummibäume mögen, die finden diese Blätter auch ganz schön. Diese Pflanze gibt es in mindestens drei verschiedenen Farbvarianten. Einmal komplett grün, ohne irgendeine Art von Blattzeichnung oder Panaschierung. Die hier hat eine ganz leichte Panaschierung, wenn ihr mal schaut. Wenn ihr das seht, ihr seht so ganz leicht, dass sie in der Mitte ein bisschen grüner ist als außen. Und dann gibt es aber auch noch Pflanzen, die einen deutlich höheren Weißanteil haben. Ich habe insgesamt zwei. Ich habe einmal diese hier, die mit der leichten Panaschierung und einmal die mit dem großen Weißanteil. Und man muss sich halt einfach überlegen, ob man dieser große Weißanteil, das sieht dann ein bisschen dramatischer aus, das ist mehr ein Blickfang und das wäre jetzt eher so, sage ich mal, so eine Atmosphärenpflanze, also die einfach ein bisschen Grün in euren Wohnraum bringt, aber jetzt nicht so krass auffällig ist vom Look her. Zum Thema Gießen kann man eigentlich sagen, dass es wirklich eine ganz gute Anfängerpflanze ist, weil wenn ihr das mal vergesst zu gießen, wenn ihr diese Peperomia mal 2 Wochen nicht gießt, alles schon passiert, sie ist nicht nachtragend. Hier ist es eher wichtiger auf der anderen Seite, dass ihr sie nicht in Substrat tropft, das zu viel Feuchtigkeit hält. Das heißt so, dass sie irgendwie gar nicht mehr abtrocknen kann, weil sie kann schon trocken stehen. Und wenn sie halt permanent nass steht, dann bekommt sie logischerweise auch wieder Wurzelfäule und das wollt ihr natürlich nicht. Der Standort hatte ich ja schon mal so ein bisschen angefangen zu erzählen. Also helles, indirektes Licht, eigentlich wie immer, ne? Aber in dem Fall ist es wirklich so, wenn sie nicht genug Licht bekommt und im Moment ist das hier der Fall. Dann wächst sie langsamer und die Blätter werden kleiner. Und damit ihr wirklich diese schönen, großen, ledrigen Blätter hier bekommt, gebt ihr einfach genug Licht. Nordfenster, ganz nah ans Fenster oder auch so ein Ostfenster ist eigentlich perfekt. Und ja, dann schaut ihr einfach, wie es läuft. Ihr seht ja an den neuen Blättern, wie groß die rauskommen. Kommen die panaschiert raus, falls ihr eine panaschierte Version habt. Wenn sie immer dunkler werden, dann wisst ihr auch, ein bisschen mehr Licht wäre gut. Das liegt einfach daran, weil der Weißanteil in dem Blatt, also jetzt nicht bei dieser hier, die hat ja grün überall, aber wenn ihr einen kompletten Weißanteil im Blatt habt, ist das ein Teil des Blattes, das keine Photosynthese betreiben kann. Einfach weil da nur der grüne Teil des Blattes betreibt Photosynthese. Und wenn die Pflanze jetzt sowieso schon nicht genug Licht bekommt, dann geht sie einfach her und bringt weniger Weißanteil im Blatt aus, logischerweise, weil sie will ja mehr Photosynthese machen. Und daher bildet sie dann einfach ein bisschen mehr Grünfläche aus als panaschierte Blattoberfläche. Was bei dieser Pflanze total interessant ist, und das zeige ich euch jetzt, ist, wie man sie vermehrt. Es dauert ein bisschen, also es geht nicht irgendwie innerhalb von 1 oder 2 Wochen. Sondern es dauert ein paar Wochen, bis sich da was zeigt und dann auch dann ist das Wachstum nicht so arg schnell. Aber das ist in Ordnung. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich
eine kleine Wohnung habt und ihr jetzt nicht irgendwie Platz habt für diese gigantischen Pflanzen, ist das eine mega gute Alternative. Und ich zeige euch mal meinen kleinen Steckling. Also das hier ist die Mama-Pflanze, das hier ist die Baby-Pflanze, der direkte Ableger. Ich habe ein Blatt davon genommen und habe das Blatt einfach in Kokoserde gesteckt. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Becher in einer Vermehrungsbox gehabt. Dazu gibt es Videos auf meinem Kanal, schaut euch die gerne an, weil es ist schon sinnvoll, dass die Luftfeuchtigkeit dann ein bisschen höher ist in dem Raum, wo sie steht, damit das Substrat nicht vollständig austrocknet. Bei Stecklingen ist es ja immer so, auch wenn die eigentliche Pflanze nicht ganz so viel Feuchtigkeit braucht und auch mal austrocknen kann, also wo der Wurzelballen auch mal ein bisschen trockener sein kann, die Stecklinge in der Regel brauchen wirklich durchgehend Feuchtigkeit. Und wenn ihr hier jetzt nicht jeden Tag kontrolliert, und das ist ja auch ein echt kleiner Topf, es ist sehr schwierig, die Feuchtigkeit in so einem kleinen Topf wirklich konstant zu halten. Und deswegen ist es eigentlich cleverer, wenn ihr hergeht, pflanzt euren Steckling hier ein, also euer einzelnes Blatt, stellt das in die Vermehrungsbox und stellt ein Glas Wasser daneben, einfach weil dann die Luftfeuchtigkeit nicht unter einen bestimmten Punkt einfach gehen kann. Wie viele Wochen hat es gedauert, bis der Steckling dann rauskam? Ich glaube, 3 bis 4 Wochen, bis man die ersten Spitzen gesehen hat. Und dann ging es relativ rasant, sage ich mal. Und ich würde sagen, hier sind entweder 2 oder 3 Pflanzen rausgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnten sogar 4 sein. Ich kann es nicht genau sehen. Wenn ihr mal schaut, hier sind verschiedene ja, Ansätze. Also es könnten ein paar mehr Einzelpflanzen sein. Die Zeit wird das zeigen, einfach wenn er weiter wächst. Diese Pflanze sollte nicht so arg teuer sein. Irgendwas zwischen 4 und 8 Euro, je nachdem, in welchem Gartencenter ihr unterwegs seid. Es gibt ja teurere Gartencenter und Gartencenter, die nicht ganz so teuer sind. Das ist, denke ich, so der Bereich, den ihr ausgeben könnt, solltet, müsst, wenn ihr so eine Pflanze haben wollt. Aber ihr merkt ja schon, das ist keine große Ausgabe für das, was ihr bekommt. Also wie gesagt, ich denke, das ist eine sehr, sehr unterbewertete Pflanze. Ist auch eine Pflanze, die man, wie man sieht, mit Freunden teilen kann. Von daher echt, das mag ich ja immer am allerliebsten, wenn man sich eine Pflanze kauft und macht dann irgendwie 2, 3 Blätter ab und hat dann in ein paar Tagen, Wochen ein paar neue und kann die dann mit seinen Freunden teilen. Ich finde, das ist ja auch immer so eine Sache, die die ganze Pflanzengeschichte so schön macht. Da denken viele, glaube ich, auch gar nicht dran. Wenn man Pflanzen, Hauspflanzen oder Gärtnern als Hobby hat, die ganzen Ableger, die man nehmen kann, die ganzen Themen, die man plötzlich hat, über die man sprechen kann. Ich glaube, das Hobby an sich ist total unterbewertet, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich froh, dass ihr hier seid. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr diese Videos guckt. Ich bin auch total platt, dass so viele Leute das gucken. Ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen zu Peperomia obtusifolia klären. Wenn ihr selber eine habt und ich habe irgendwas vergessen, passiert ja regelmäßig mal. Dann schreibt in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit eurer Peperomia. Und ja, erzählt mir auch, ob eure Blattstecklingsvermehrung funktioniert hat. Weil ich habe ja ein Blatt genommen und es hat funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, oh, 100% Erfolgsrate. Kann aber auch sein, dass das einfach nur Glück war. Von daher kann ich jetzt nicht genau sagen, was die Erfolgsrate von Blattstecklingen ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie ein bisschen höher ist. Weil ich habe andere Pflanzen, wo ich dann 4, 5 Stecklinge nehme und vielleicht mal einer durchkommt. Ich habe mich total gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Seid ihr ganz herzlich eingeladen. Lasst mir einen Kommentar da, was eure Erfahrungen mit der Peperomia obtusifolia sind. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.